Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordfriesischer Marsch mit meiner Mark in unserem XXL-Projekt, würde ich mal so spontan sagen. Wir sind fast auf dem Stand, zumindest was Zuckerrübenernten angeht. Wir waren auf einem Testspielstand, wo im Endeffekt Autodrive einen großen Teil schon übernommen habe. Das war nämlich die erste Sache, die ich im Endeffekt übernommen habe, was auch soweit ganz, ganz gut lief. Wir haben ja letzte Folge damit beendet, was jetzt der Plan fürs Wochenende bzw. für die Woche für mich ist. Ich möchte natürlich Montag am 25. direkt mit Autodrive starten. Fansilo voll, was ein Kack. Müssen wir uns jetzt da auch noch mal drum kümmern. Möchte ich natürlich mit euch starten, direkt mit Autodrive und mit den umgebauten Kursen. Das wird auf jeden Fall in Angriff genommen. Genau, das wird auf jeden Fall in Angriff genommen. Da werden wir auf jeden Fall, oder werde ich zumindest versuchen, alle Kurse, die ich haben will, umzuändern. Einen Großteil der Fabriken will ich anbinden ans System. Zumindest erstmal hinfahren. Also hier werde ich einen Kurs machen, zumindest schon mal hin. Im Endeffekt das Abladen funktioniert. Das Aufladen von Paletten und so weiter finde ich jetzt noch nicht so interessant. Wir werden wahrscheinlich noch einen zentralen Anfahrpunkt Zuckerfabrik machen, aber dann auch Zuckerfabrik abladen und Zuckerfabrik aufladen, Schüttgüter und Palettenware. Dass die zumindest da schon mal so grob stehen, wo sie stehen sollen. Wie gesagt, der Hof wird eine ganz, ganz große Baustelle. Da werden wir einiges zu tun dran bekommen. Aber wie gesagt, das sind wir ja gewohnt. Viel zu tun auf einem frischen Marsch, wer kennt es nicht? Wenn wir das nicht haben, wäre es im Endeffekt langweilig. Und es würde nicht so viel Spaß machen. So, wollte ich mal eben gerade sagen, lass uns mal im JCB gucken. Also im JCB. Wie viel eigentlich an. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem restlichen Heu? Lasst mich mal ganz kurz gucken. Da irgendwie muss ich das jetzt eigentlich, will ich das loswerden noch? Fahren wir im Zermischfutteranlage, ob die das noch annimmt. Zumindest so ein Schluck. 20.000 werden ja da wohl irgendwo noch reingehen. Dann würde ich nämlich ganz gerne nochmal übers Feld fahren und die letzten Stüppen, weil viel kann da nicht mehr liegen. Zumindest so den Rest würde ich dann ganz gerne aufnehmen. Das machen wir jetzt aber auch alles mit der Hand. Ich denke, das werden wir jetzt auch diese Folge machen. Wie gesagt, Zuckerrüben ist jetzt nicht so wichtig. Vielleicht, wenn ich Lust und Zeit habe, mal zwischendurch keine Lust mehr habe auf Kurse vereinfahren, dann werde ich nur mal eine halbe Stunde den Rest machen. Wie sagt man ja so schön, was fertig ist, ist fertig. 6250 John Deere, 8, über 8, über 108 Stunden schon. Das ist für einen LS-Spielstand, würde ich spontan sagen, schon gut. Wenn man sich das mal so anguckt, was man früher so an Stunden zusammengefahren hat, im Endeffekt, da bin ich spontan sagen, das waren bei mir, natürlich werden Spielstände dabei, wo ich echt sagen muss, die Schlepper oder der Spielstand hat einiges geleistet. Wenn wir jetzt mal gucken, dieser Spielstand hat im einen Jahr, habe ich auf dem 200 Stunden gespielt. Ich habe heute von Twitch, habe ich so meine Twitch-Rückblick. Oh, hier liegt da doch noch ein, zwei Bahnen. Habe ich im Endeffekt meine Twitch-Rückblick vom letzten Jahr im Endeffekt gesehen. Welchen YouTuber habe ich am meisten geguckt? Welchen YouTuber, welchen Streamer habe ich am meisten zugeschaut? Welchen Streamer habe ich am längsten zugeschaut? Auch mit Stunden. Wie viele Kanalpunkte habe ich erwirtschaftet? Also insgesamt über 350.000 Kanalpunkte insgesamt auf meinem ganzen Account. Da sind natürlich ein paar Kanäle dabei, die relativ viele haben. Darunter ist einmal Schlorox. Wer ihn kennt, weiß es. Viel Just Chatting und GTA RP. Da war ich eine ganze Zeit lang sehr gehypt davon. Schaue ich auch immer noch gerne rein. Immer wieder schön. Dann schaue ich noch so, was kann ich euch sehr empfehlen. Landwirt in MV. Alles rund um Landwirtschaft. Live dabei bist du im Endeffekt, wenn der häckselt. Also im Endeffekt, das, was er am Tag macht, siehst du dort im Stream. Total geil. Gefällt mir super.
habe ich dieses Jahr entdeckt, kam auch dieses Jahr erst, also ist auch dieses Jahr erst online gegangen, der Channel. April, wenn ich mich da jetzt, also letztes Jahr, also 20, ich rede jetzt von 2020. Also ist im April erst damit richtig angefangen, hat auch einen YouTube-Kanal und so weiter. Sehr interessant in seinen Streams, aber auch seine YouTube-Videos, sehr informativ über den Bereich Landwirtschaft, finde ich sehr gut, kann ich nur jedem ans Herz legen, da auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen, wer sich für Landwirtschaft interessiert, aber auch wer mehr aus der Landwirtschaft erfahren möchte, wie läuft das ab, weil Landwirtschaft ist natürlich auch umstrittenes Thema, egal wo, wie man da mit arbeitet, zusammenarbeitet. Ich arbeite ja auch in der Landwirtschaft. Also im Endeffekt bin ich davon ja genauso betroffen und sehr informativ, was dort alles gezeigt wird. Das letzte Video, was ich jetzt so im Kopf habe, was grundsätzlich sind alle Videos Topwasser macht. Unheimlich gut, gut erklärt, wie funktioniert das Bauteil, nicht das Bauteil, aber wie funktioniert die Maschine, warum wird gedüngt, wie wird gedüngt und so weiter und so fort. Das ist jetzt eine Reihe geworden, finde ich sehr informativ, woran man da alles, weil das ist ja auch sowas, da muss man im Endeffekt ja auch viel drüber sich rechtfertigen, warum düngst du so viel und warum ist im Endeffekt, warum sieht das so aus, als würdest du da so viel Gülle bzw. Gärreste ausbringen? Das ist auch sehr schön erklärt. Im Endeffekt, grob gesagt, ganz einfach, der Unterschied der Nährstoffe in der Gülle bzw. Gärreste macht im Endeffekt da den Unterschied, wie viel im Endeffekt auf welche Fläche gefahren werden darf, ab wann gefahren werden darf. Also wer da wirklich mal Lust hat, einfach mal auf Twitch Landwirt in Landwirt_in_MV. Also einfach Landwirt in MV findest du, zur Not gehst du googeln, da findest du seinen YouTube-Kanal, seinen Instagram-Kanal, seinen Twitch-Kanal, was er nicht sonst noch alles hat. Also wer auf jeden Fall da Interesse dran hat, schaut da auf jeden Fall gerne mal rein, finde ich super gut. Ich komme auch aus der Landwirtschaft, wie gesagt, sehr interessant, sehr, sehr, sehr interessant. Und dann als weiteren, also als die ersten drei Platzierungen werden mir dort angezeigt, darunter ist Hannes. Ach, nicht Hannes, sondern... Komm, sag schnell, wie heißt der andere noch? Jetzt mache ich mich, jetzt blamiere ich mich gerade selber so ein bisschen. Ach, Kacke. Hier, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Komm, sagt mal eben, wie er heißt. Ihr wisst es doch auch. Schreibt es mir in die Kommentare, lese ich später. Bis dahin habe ich es ja auch am Handy rausgesucht. Komm, 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 wie heißt er noch? Muss man mit in meine E-Mail gucken. Kann ich eigentlich auch sofort beim in meine E-Mail gucken, weil dann haben wir das sofort. Dauert. Aber was haben wir? So. Mein privater Kanal, da läuft das nicht drüber. Letzte E-Mail von um 5.37 Uhr. Das ist schon mal nicht richtig. Wie heißt er denn jetzt noch? Genau, also nochmal kurz auf Landwirt fort drauf zurückzukommen. Er nennt sich auf Twitch Landwirt_im_MV. Genau. Bin ich gerade drauf gekommen, das ist jetzt nicht das, wo ich hin wollte. Von hinten 88, genau, danke, auf den Namen kam ich nicht. Von hinten ebenfalls Landwirtschaft Streamer
super Unterhaltung. Also kann ich halt einfach nicht sagen. Es ist halt immer wieder interessant, deren Ablauf zu sehen. Was machen die? Wie machen die es? Und so ist immer interessant. Grundsätzlich finde ich auch Hannes beim, so dumm wie es klingt, aber im Endeffekt Hannes oder auch Landwirt in dem V oder auch Twitch Farming oder so, da gibt es ja einige auf YouTube. Grundsätzlich finde ich es sehr entspannt, ihn abends einfach beim Fahren, beim Arbeiten zuzuhören, so ein bisschen Podcast-mäßig. Einfach ihnen dabei zuzuhören, was machen sie gerade, Alter, hier ist ja mal ein Hügel. Eigentlich im Endeffekt zuzuhören, was machen sie gerade und so weiter, finde ich sehr interessant. Und ist auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Beruhigung, aber hat so ein bisschen was davon, würde ich mal so spontan sagen. Also wie gesagt, da auf jeden Fall mal, wer da sich auch für interessieren möchte und die Landwirtschaft an sich ein bisschen verstehen möchte, warum, wieso, weshalb das so gemacht wird, warum die Landwirte das so machen, darf da gerne mal einen Blick reinwerfen, vor allem auf den Twitch-Kanal von Landwirt in dem V, weil dort wird alles halt sehr strukturiert, sehr klar im Endeffekt erklärt. Werft da auf jeden Fall mal einen Blick rein. Also schadet auf gar keinen Fall. Sehr beruhigend abends auch, finde ich. Wenn ich selber halt schon 8, 9, 10 Stunden gearbeitet habe, geschraubt habe an Landmaschinen, dann ist es abends sehr interessant und sehr beruhigend, will ich es jetzt mal nicht nennen, aber im Endeffekt ist es ja so, dann da einfach noch mal ein bisschen zuzuhören. So, das so, ich finde das immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen Beruhigung, Entspannung auf jeden Fall dabei und das macht natürlich dann auch Spaß. Genau. Und dann habe ich jetzt gerade natürlich nicht auf die E-Mail drauf zugreifen. Wenn ich schaffe, öffne ich die. Oder wenn ich gleich dran denke, öffne ich die gleich nochmal auf dem Monitor. Neben mir, dann können wir da nämlich noch ein bisschen reingucken. Weil jetzt will ich nicht raustappen. Das mag das Aufnahmeprogramm nicht so gerne. Gucken wir dann gleich nochmal eben rein. Aber wie gesagt, habe ich jetzt heute ja von Twitch meine meist Abonnierten. Also ein bisschen habe ich mich selber darüber gewundert über die E-Mail. Ich denke so, was ist das für eine E-Mail? Guckt da rein. Ah ja, könnt hinkommen. Und so. Das, grundsätzlich ist das ja sehr interessant. Wenn man dann nochmal die Stunden vergleicht, wie viele Stunden ich zugeschaut habe. Ich muss natürlich auch dazu gestehen, bei manchen ab und zu läuft das einfach nur im Hintergrund mit. Ich höre halt zu und ich höre halt nichts. Wenn ich halt irgendwas arbeite, erarbeite oder sonstige Sachen oder jetzt auch, habe ich jetzt ja auch Homeschooling oder so, dann bin ich doch mal der Meinung, da kann das im Hintergrund, denke ich mal, ganz geschmeidig mitlaufen. Das ist dann so ein bisschen so der Anhieb oder der Anreiz oder so. Und wir dürfen nicht vergessen, ich muss auch noch Hausaufgaben machen, habe ich auch noch richtig Lust drauf. Weil ich war jetzt ja eine Woche auf Lehrgang und in der Woche habe ich halt theopraktisch keine Berufsschule. Ich will aber die Aufgaben auf jeden Fall machen, weil es im Endeffekt ja auch für die Prüfung ist. Das Thema jetzt wahrscheinlich nicht so ein bisschen. Ist jetzt, im Endeffekt ist das Thema Mischstreuer ist jetzt nicht so interessant für die Prüfung. Im Endeffekt, da gibt es wichtiger oder interessantere Sachen, meiner Meinung nach. Aber im Endeffekt ist es auch ein Teil davon und wie gesagt, werde ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Das will ich auch am Wochenende noch machen. Deswegen, also es sind dann auch, da sind dann auch wahrscheinlich nochmal zwei, ich denke vielleicht sogar 3 Stunden weg. Ja, denke ich mal 2 Stunden auf jeden Fall. Ich denke mal auch wohl 3 Stunden weg, weil viel zu lesen, viel zu bearbeiten, muss ich dann natürlich erstmal ins Thema reinarbeiten. Die Präsentation, die dort abgehalten wurde oder wie man dort sehen konnte, muss ich mir auch noch anschauen. Es sind auch einige Zettel zum Durchlesen, also ich weiß nicht, 6, 7, 8 Zettel zum Lesen dabei. Die muss ich natürlich auch noch mal mir zu Gemüte führen oder so. Da wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen an Zeit drauf gehen, aber wie gesagt, gehört halt alles dazu und dann heißt es ja für mich ebenfalls Homeschooling. Ich bin mal ganz gespannt. Diese Woche war, naja, da werde ich, denke ich, mal morgen noch mal ein bisschen was drüber erzählen. Ich war natürlich nicht live dabei, aber ich habe es natürlich auch so ein bisschen mitbekommen, wie im Endeffekt da gerade so die Lage war. Der Kipper müsste da komplett reinpassen, wenn ich mich jetzt nicht ganz verguckt habe. Ja, der passt auf jeden Fall komplett rein, das ist schön. Dann ist der auch wieder leer. Weil das Gespann lassen wir noch erstmal noch mal zusammen, weil wir hinten ja noch Weizen, ach, Stroh abfahren müssen von der Tritikale. Was ist da gerade für eine Nachricht eingeploppt?
Uninteressant, uninteressant, uninteressant. Das ist immer gut. Einmal mit wegswipen, uninteressant. Also wie gesagt, da werde ich morgen nochmal was zu erzählen. Wie gesagt, da werde ich jetzt, also wir haben morgen auf jeden Fall noch genug zu labern. Homeschooling, wie lief das erste Homeschooling bei mir ab? Was habe ich davon gehört? Wie ging es? Und dann noch kurz am Anfang, kleine Sache zu Twitch. Was habe ich am meisten geschaut und so weiter und so fort. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Weitere Folgen und frische Marsch. Bis dann, danke. Tschüss.